Hallo liebe Eltern und hallo liebe Kinder, ich bin's eure Lucy vom Tanzhaus Emotion in Unterhaching bei München. Für heute haben wir einen entspannteren Tanz und zwar ist das der Regenbogentanz, den findet ihr unter dem Namen Regenbogen von Alex Schmeisser. So, zu diesem Tanz haben wir auch wieder eine Bastelvorlage vorbereitet, die findet ihr auf unserem Facebook-Account Tanzhaus Emotion und dann dürft ihr fleißig zu dem Thema nachbasteln. Okay. Wir haben uns überlegt, für zwischendurch, für alle Eltern vielleicht ein bisschen entspannter, machen wir einen Sitztanz, also ganz bequem. Dafür setzt ihr euch einfach so hin, dass die Füße auf jeden Fall unterm Popo sind. Bitte darauf achten, dass die Kinder sich nicht so hinsetzen, dass die Füße neben dem Popo sind. Das ist schlecht für die Knie. Also schön unterm Popo verstecken. Wir haben am Anfang, kommen wir mal in einen Regenbogen. Von rechts nach links, von unten nach oben. Wenn am Himmel die Sonne scheint und es dicke Regentropfen weint. Das ist unsere Frau, dafür brauchen wir das die ganze Zeit. Jetzt haben wir am Anfang unsere Sonne. Einmal die Sonne scheinen lassen. Die wärmt uns. Und dann brauchen wir weiterhin Wärme. Da könnt ihr ein bisschen rubbeln, dass den Kindern vielleicht auch wärmer wird. Denn ihr wollt kein Eiszapfen sein. Da dürfen alle so ein bisschen zittern. Dann kommt wieder der Refrain und unsere zweite Strophe danach. Wir haben am Anfang unsere Blumen, die im Garten sprießen. So. Dann brauchen wir unseren Regen. Denn so ein Regen ist schon ein Segen. Und die Arme gehen auf Schulterhöhe hoch. Dann machen wir wieder unseren Refrain. Kommen wir mal in einen Regenbogen. Von rechts nach links, von unten nach oben. Wenn am Himmel die Sonne scheint. Und es dicke Regentropfen weint. So, dann brauchen wir noch einmal unseren Sonnenschein für die dritte Strophe. Wenn die Sonne scheint und es gibt auch Regen, dann kommt unser Regenbogen. So, dann gibt es zum Schluss noch zweimal den Refrain gesungen und den tanzen wir dann auch nochmal mit unserem Regenbogen. Passend dazu, wie gesagt, ihr könnt vorher auch selbst einen Regenbogen malen und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, diesen Tanz zu tanzen. Lasst wieder ein Like da, abonniert unten und viel Spaß zu Hause!